Mein Name ist Kerstin Deixler. Ich bin bei Explore Media fürs Marketing zuständig und leite das ganze Projekt. Und wir freuen uns, dass wir jetzt dieses Jahr bei der Buchmesse auch wieder dabei sind. Wir waren letztes Jahr ja schon mit einem Stand über Bayern dabei. Und auch wenn es jetzt dieses Jahr einfach alles digital stattfindet, haben wir uns gedacht, wir lassen uns auf jeden Fall die Chance nicht entgehen, nochmal zu zeigen, was passiert denn eigentlich alles Spannendes am Medienstandort Bayern und welche spannenden Projekte gibt es eigentlich, weil gerade dieses Jahr einfach sich ja auch super viel getan hat. Und bei Explore Media, wir legen ja immer ganz viel Wert darauf, einfach diese Geschichten auch nach außen zu tragen und einfach wirklich zu zeigen, welche Innovationskraft einfach auch hier am Standort vorhanden ist. Und freuen uns sehr, dass die Larissa Klockner dabei ist vom Ruhmkunde Hallo. Verlag. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch dabei zu sein. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, Ich vielen würde direkt an die, genau, Jacqueline übergeben. Dank. Ja, Entschuldigung, ich habe hier anscheinend so eine kleine Übertragungsverzögerung drin. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wir, genau, werden das auch meistern und gemächlicher dann vorangehen. Aber natürlich nicht langweilig. Also vielen Dank erstmal auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir für unseren virtuellen Bayernstand in diesem Jahr auch eben Hugendubel mit dem Buxtock Festival als Partner gewonnen haben. Ein ganz, ganz spannendes Projekt dieses Jahr gewesen. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach gleich mit diesem Thema, um da mehr darüber zu erfahren. Larissa Klockner, mögen Sie vielleicht erstmal erzählen, was hat es damit auf sich? Was war da genau geboten und wie lief das Genau, so? kann ich gerne machen. Ja, also Buxtock, das Hugendubel Festival. Da gibt es einiges zu erzählen. Also einmal ganz angefangen, grundsätzlich ist unsere Intention als Buchhandlung Hugendubel, wir wollen unsere Kunden wirklich unterhalten. Also wir wollen, dass sie bei den Veranstaltungen Spaß haben, dass sie in andere Welten eintauchen können und einfach das Buch 360 Grad erlebbar wird. Und deswegen gehen wir grundsätzlich in allen unseren Veranstaltungen eher weg von traditionellen Formaten und eher auf ungewöhnliche Events mit ausgefallenen Inszenierungen hin. Und einfach zusammengefasst, wir wollen, Veranstaltungen sollen ein Erlebnis sein. Und das lief eigentlich sehr, sehr gut. Auch für den Herbst waren viele Sachen geplant, ja. Und dann kam Corona, würde ich sagen. Jupp. Und so mussten wir viele Veranstaltungen dann nachträglich, also alle absagen und schlussendlich waren wir dann einfach bei null Events. Und das haben wir aber gesagt, das wollen wir nicht so hinnehmen, sondern wir möchten unseren Kunden trotzdem, trotz Corona, was Einzigartiges bieten. Und dann musste einfach alles sehr, sehr schnell gehen. Wir hatten zu der Zeit in den Filialen unsere eingepackte Bücheraktion, Liebe auf den ersten Satz. Die war zum dritten Mal in den Buchhandlungen. Das sind Bücher in hübsches Geschenkpapier verpackt und wirklich nur der allererste Satz ist vorne zu lesen. Das heißt, es ist sozusagen eine Art Blind Date mit einem Buch. Und wir haben gesagt, diese Aktion, die wirklich so gut bei den Kunden ankommt und auch irgendwie in die Zeit gepasst hat, wegen Liebe, lasst uns doch was dazu machen. Und dann haben wir natürlich das gemacht, was, glaube ich, alle großen Unternehmen gemacht haben. Wir haben gebrainstormt und überlegt, okay, wie können wir daraus eine Veranstaltung machen? Und so ist das Online-Festival entstanden, weil wir gedacht haben, okay, also alle Festivals mussten dieses Jahr dann abgesagt werden. Lasst uns doch ein Online-Festival machen. Und lasst uns das so kreativ machen, dass wir sagen, okay, wir machen auch noch einen passenden Goodie-Bag dazu, den wir den Zuschauern wirklich nach Hause schicken können, dass sie wirklich auch dieses Festival-Feeling auch bei sich zu Hause haben. Da war dann zum Beispiel drin wirklich ein Festivalarmband oder Popcorn, eine Flasche Wein hatten wir. Also alles, was auch zu diesem Thema Liebe gepasst hat. Und so ist einfach Buxtock entstanden. Und grundsätzlich war ja eben alles sehr, sehr kurzfristig. Also wir hatten insgesamt so, ja, einen Monat Vorbereitungszeit. Und am Ende sind dann einfach 7 Events zum Thema Liebe entstanden. Wirklich ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Also wir hatten von einem Schreibworkshop, wo man lernt, wie man New Adult Roman schreibt, über ein Thema, da ging es um ja, sich verlieben zu Zeiten von Tinder-Generation, also ein bisschen Sachbuch-Ratgeber-Sache. Dann hatten wir ein literarisches Thema zur Liebe, dann Yoga. Wir hatten gedacht, kommt, lasst uns was ausprobieren. Wir hatten Yoga und Meditation zum Thema Herz. Dann hatten wir auch Tammy Fischer, die wirklich auch Eindrücke gegeben hat in ein Buch, das erst in einem Jahr erscheint. Also wirklich auch so Einblicke hinter die Kulissen. Wir hatten 3 Autoren, die wirklich total persönliche Sachen erzählt hatten. Also es war sehr, sehr lustig, wirklich Sachen aus der Vergangenheit. Man ist vom Lachen gar nicht weggekommen. Und vor allem
auch unser eigenes Format. Also wir haben The Masked Writer uns überlegt, angelegt an The Masked Singer und gesagt, okay, lass uns doch mal eine Buchempfehlung ganz anders machen. Und dementsprechend hatten wir 6 geheime Autorinnen, die hatten natürlich alle eine Maske im Gesicht, haben ihr Buch anhand von 6 Kategorien vorgestellt, sei es sowas wie das erste Date, der erste Kuss. Und am Ende durften die Zuschauer dann sozusagen voten, wer gewinnt. Natürlich gab es hauptsächlich eigentlich nur Liebe von der Community und dann wurden die Masken abgesetzt. Und das Ganze wurde moderiert von 2 Buchbloggern, Maren Vivien und Florian Valerius. Und man muss einfach auch hier gleich an diesem Punkt, möchte ich einfach auch mal Danke sagen, weil ohne die wirklich spontane Zuarbeit der Verlage und der Autoren hätte das nicht funktioniert. Also es war wirklich echt eine spontane Sache. Ich meine, Corona hat uns alle irgendwie überrascht und da hat es wirklich super funktioniert. Und im zweiten Schritt musste man natürlich, also die Veranstaltungen waren dann geplant, da ging es darum, okay, lasst uns die Werbung starten. Und da es auch alles ein bisschen ja, schnell gehen musste, haben die gesagt, okay, wir bleiben bei Instagram, hatten dann Buchblogger an unserer Seite, vor allem unseren eigenen Kanal haben wir genutzt, der ja wirklich mit den 100.000 Followern sehr stark ist und uns sozusagen unterstützt hat. Und die zweite Frage, wie setzen wir es technisch um? Ich meine, das war, glaube ich, die große Herausforderung. Nimmt man Zoom, nimmt man, ich weiß es nicht, Instagram? Und wir haben gesagt, nee, wir machen das Ganze auf YouTube. Einfach aus dem Grund, wir wollten wirklich den Zutritt für alle offen halten. Nicht, dass man irgendwie sich hier einen Account anlegen muss oder wie auch immer. Deswegen gesagt, nee, wir machen es auf YouTube. Da ist es auch grundsätzlich professioneller als auf Instagram. Wir haben da schon einen sehr guten Hugendubel-YouTube-Kanal, wo regelmäßig Videos hochgeladen werden. Das ist natürlich sehr glücklich gewesen. Und der Vorteil ist natürlich auch, dass die Videos später abrufbar sind. Also wir hatten durchaus auch wirklich sehr viele Kunden, die zu den Zeiten keine, also zu den Livestreams keine Zeit hatten und so konnten sie es einfach nachträglich angucken. Und einer meiner sozusagen Herzensangelegenheiten auch die Interaktion. Weil mir war wichtig, dass wir einfach diese, sagen wir mal, Internetbarriere überbrücken können, dass wir wirklich den Zuschauer live in das Geschehen mit integrieren können. Das ging dann über Abstimmung, über wirklich ganz viele Fragen an die Autoren, aber auch wirklich dieses Live-Mitmachen. Also zum Beispiel bei dem Schreibworkshop, da war es dann wirklich so, man konnte Live-Feedback geben oder auch seine, was man gerade erarbeitet hat, der Autorin präsentieren und sie hat dann gesagt, ah ja, denk mal in die Richtung oder mach es lieber so. Und grundsätzlich auch noch so zu den allgemeinen Sachen, natürlich sehen wir Bookstock als ein Service für den Kunden. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen so eine Art Mischkalkulation. Es gibt 2 Veranstaltungen, die ja einen kleinen Unkostenbeitrag gekostet haben. Der Rest ist kostenlos gewesen. Und natürlich gab es sozusagen unser berühmtes All-Access-Ticket, das mit dem Goodie-Bag verbunden war und wahnsinnig schnell ausverkauft worden ist. Genau, und deswegen kann ich sagen, das Feedback, also das Konzept ist total aufgegangen. Die All-Access-Tickets waren innerhalb von einer Stunde weg. Die Community, ja, also es hat uns selbst überrascht. Also es kam dann eher so vom Social-Media-Team, ja, wir haben da Feedback von unseren Followern bekommen, dass die Tickets weg sind. Und ich schaue im Ticketportal nach und denke so, upsi, ja, die sind schon alle weg. Also positiv an sich, wir hatten auch wirklich starke Beteiligung im Live-Chat, also es war wirklich so ein Community-Gefühl ist da aufgekommen und natürlich auch am Ende tolle Klickzahlen. Wir hatten insgesamt so um die 6.000 Zuschauer über das ganze Event und man muss sagen, auch bei dieser Zahl, es waren wirklich nur Zuschauer, die sich aktiv live eingeschaltet haben. Also es waren jetzt keine, ja, ich schaue mal durch bei Instagram und gucke, was da so läuft, sondern es waren wirklich nur Leute, die Interesse an Bookstock hatten. Und dementsprechend gehen wir natürlich in die zweite Runde. Man sieht es im Hintergrund, jetzt wird es von rosa auf schwarz. Wir gehen weg von New Adult und Romance und gehen in die Krimi, Thriller und True Crime Richtung. Haben dieses Mal 10 Veranstaltungen, nicht nur mit deutschen Autoren, sondern auch internationale. Wir haben den Krimi-Experten Sebastian Fitzig ist dabei, Marc Ellsberg, Romy Hausmann, dann aus Schweden Lars Kepler und aus den USA ist Jeffrey Deaver zugeschaltet.
Natürlich gibt es wieder einen tollen Goodiebag, diesmal alles ein bisschen dunkler gehalten mit Morten Totschlagbier, Schokolade, Popcorn, Notizheft und passend zu der Situation unsere eigene Rabenschwarzmund-Nasenschutz. Und ja, moderiert wird das Ganze unter anderem von Laura und Paulina vom bekannten Podcast Mordlust. Wir haben auch noch einen großen Kooperationspartner, Stern Crime ist diesmal dabei, auch mit einer eigenen Veranstaltung. Und genau, heute geht sozusagen die Bewerbung los. Also wer Tickets sich sichern will, ein All-Access-Ticket mit Goodiebag, würde ich sagen, jetzt auf Eventbrite gehen, weil wer weiß, wahrscheinlich morgen schon alles wieder ausverkauft. Ja, ist wirklich gut, dass das im November stattfindet, weil dann sind die Medientage vorbei und dann hätten wir auch noch eine Chance. Genau. Okay, klingt wirklich super. Ja. Ja, sehr spannend, sehr kreative Umsetzung. Also da waren jetzt wirklich so viele spannende Aspekte drin aus allem, was Sie da geschildert haben, auch wie Verlage und Handel dann da näher zusammengerückt sind in der Zeit und so. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend umzusetzen. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Erfolg. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr beeindruckend. Ich wollte jetzt nochmal nachfragen zu der Interaktion, die ja anscheinend so überwältigend war. Mhm. Was war das, was diese Interaktion so gefördert hat? Haben Sie da noch was dazu getan oder war das einfach waren das die Fans, die so interessiert einfach an ihren Autoren sind, dass das ganz von alleine lief? Oder was war da Ihr Eindruck? Ich würde sagen, beides. Also man darf nicht vergessen, einerseits, also grundsätzlich, es war uns halt wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir diese Interaktion aufbauen können und dass die Kunden wirklich teilhaben können. Also dieser Computer sollte eigentlich sozusagen irgendwie ja, nicht da sein gefühlt. Und da hatten wir wirklich auch Glück mit unserer Community, die ist natürlich auch super interessiert an den ganzen Autoren. Also es waren wirklich sehr, sehr viele Fragen. Also ich kann mich nur erinnern, zum Beispiel wirklich auch an den Livestream zu Fantasy mit Roman mit den drei Autorinnen. Da konnte sich unsere Moderatorin gar nicht von den ganzen Fragen hier so retten. Also da ist leider auch nicht jede Frage beantwortet worden. Natürlich kommt es auch dazu, man muss auch die Moderatoren in gewisser Weise richtig briefen. Das ist schon wirklich auch essentiell. Man muss die Kunden natürlich auch jederzeit aufrufen, sich am Chat zu beteiligen, richtige Fragen stellen, dass die Leute sich auch trauen. Aber wenn sozusagen erstmal der Anfang gemacht ist, also wenn das erste Mal ist, ach okay, ich habe drei Antworten eingetippt, dann war das natürlich alles kein Problem mehr. Und so hatten wir wirklich, also bei dem Masswriter haben wir wirklich eine Abstimmung über den Chat gemacht. Da musste man sozusagen den Namen des Bookfriend-Fans hochladen, also reinschreiben, den man sozusagen am besten fand, den Frageaspekt. Und die Interaktion war auch wirklich, auch für diesen Schreibworkshop oder auch, wie gesagt, auch bei den anderen Veranstaltungen. Es gab wirklich nicht nur so Fragen, sondern auch persönliches Feedback von den Autoren zurück. Und das hat natürlich auch diese Zusammenhalt gefördert. Also ich würde sagen, es hat sehr, sehr gut geklappt. Und natürlich, schlussendlich liegt es an den Fans. Wenn sie Interesse haben, dann läuft es von alleine. Mhm. Super. Und was war so der absolute Festivalrenner? Ja, der Festivalrenner, ich würde sagen, wir hatten so drei Veranstaltungen, die wirklich am besten liefen. Dazu zählt einmal eben Fantasy Meets Romance mit unseren, also mit Stella Tuck war dabei, Stefanie Hasse und Jennifer Banker war dabei. Das lag natürlich auch einerseits daran, sie waren zu dritt. Also je mehr Leute, ist meistens interaktiver. Das wird irgendwie interessanter. Man erfährt einfach mehr Dinge und es ist ein bisschen mehr Dynamik dahinter. Da gehört natürlich auch dazu, die drei haben wahnsinnig viel Werbung gemacht und haben auch einfach eine sehr, sehr loyale Community. Also die drei können sich wirklich sehr, sehr glücklich schätzen und sie sind ungemein lustig. Also kein Wunder, dass die Zuschauer da zugeschaut haben. Das war wirklich sehr unterhaltsam. Dann Lina Malone war super gut, wurde super gut angenommen. Das liegt natürlich auch einfach an ihr. Sie ist einfach ein Instagram-Star, man kennt sie. Und einfach auch dieses Thema mit sich richtig verlieben, den richtigen Partner finden. Da haben wirklich dann unsere Kunden, unsere Zuschauer auch teilweise sehr persönliche Fragen gestellt. Und sie hat knallhart geantwortet, musste sich am Ende auch bei einem entschuldigen, weil sie gemeint hatte, sie hat so ein schlechtes Gewissen, was sie jetzt gesagt hat. Aber das ist irgendwie die Richtung,
Ja, und unser eigenes Format. Also das war, die drei waren definitiv unsere Kassenschlager. Ich gehe mir davon aus, bei The Masked Rider, das war einfach die Neugierde, weil es etwas total Neues war und irgendwie auch ein bisschen bekannt, aber definitiv mal was anderes. Super. Sie hatten gemeint, Sie waren eigentlich schon so auf dem Weg, so die klassischen Buchlesungen, Veranstaltungen zu revolutionieren und da eher sich umfassender aufzustellen. Ich nehme jetzt auch mal an mit verschiedenen Social Media Aktionen und so weiter. Aber sowas wie Bookstock, das hätte es doch ohne Corona nicht gegeben, oder? Da kam noch wahrscheinlich ganz ehrlich nein. Raus, also ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, es gibt uns halt auch viele Freiheiten. Das geben uns diese Online-Veranstaltungen. Wir können internationale Autoren viel besser einbeziehen, was beim POS nicht so gut funktioniert. Wir haben keine Limitationen, sei es durch Zeit, sei es durch Ort, eine Ticketanzahl. Also das ist wirklich was, wo ich sagen kann, das war sehr positiv, aber wahrscheinlich hätte es nicht gegeben. Wir waren eher vor allem diese wirklich ausgefallenen Events am POS machen. Also wir hatten zum Beispiel ja eine Übernachtung in unserer Buchhandlung, also wirklich eine Buchpremiere mit Ursula Poznanski. Da gab es dann mit Kopfhörern konnte man dem live zuschauen. Also die Kunden waren in der Buchhandlung, konnten sich trotzdem so ein Schlafplätzchen suchen. Oder unsere Escape Room Veranstaltungen oder die Lange Nacht der Musik. Also wir waren wirklich dieses Erlebnis in die Buchhandlung bringen, dieses Buch weg von, wir sind keine verstaubte Buchhandlung. Nein, wir sind wirklich ein modernes Unternehmen und wollten diese Begeisterung fürs Buch auch an den Kunden tragen. Und ja, wahrscheinlich nicht so oft online, aber jetzt haben wir wirklich damit angefangen und es läuft sehr gut. Ja. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass bald auch wieder POS-Veranstaltungen zugelassen werden. Also so ist es ja nicht. Ja, irgendwie hoffen wir das alle. Aber genau, aber vielleicht wird ja am Ende auch so eine Hybridschiene dann kommen. Oder wie schätzen Sie das ein? Also das wäre auch mein Wunsch sozusagen für das Nächste. Also wir machen auf jeden Fall mit Woodstock weiter. Zuschauer sind happy, wir sind happy, wir haben Spaß dran, es kommt super gut an. Aber das ist auch, was ich so auch sehe als die Zukunft, dass man sagt, okay, man macht an manchen Standorten wirklich Sachen vor Ort. Es ist natürlich was anderes, man darf es nicht sagen. Wenn man jemanden wirklich sieht und er, keine Ahnung, 2 Meter vor einem sitzt, ist es natürlich auch schon ein anderes Gefühl als online. Aber trotzdem würde ich dem Online jetzt nicht komplett abschreiben, weil es uns eben auch viele Vorteile gibt. Und gerade diese Hybridveranstaltung, dass wir sagen, keine Ahnung, in unseren großen Veranstaltungsfilialen, was weiß ich, in den 5 großen, Frankfurt, Berlin, Stachus, München, haben wir tolle Autoren vor Ort, die man treffen kann und sozusagen ergänzt mit Online-Veranstaltungen. Also ich glaube auch, dass das die Zukunft ist. Ja, super. Also es wird bleiben. Ich würde sagen, es wird bleiben, definitiv. Nee, klingt wirklich sehr spannend und da kann man sich, glaube ich, auch was freuen. Genau, aber wie haben Sie so jetzt an sich als Unternehmen die Corona-Zeit so erlebt? In der Eventabteilung hat Sie Bookstock da wahrscheinlich so ein bisschen getragen jetzt? Ja, also man... Genau, also es war natürlich, es ist schwer wie für jeden Händler gewesen. Also natürlich war es nicht wahnsinnig schön und vor allem uns gerade bei uns als Eventabteilung. Es ist schon ein bisschen frustrierend, wenn man so viel auch Herzblut in die ganzen Reihen gesteckt hat und Veranstaltungen gesteckt hat und dann muss das einfach alles abgesagt werden. Also wir waren natürlich da auch nicht so wahnsinnig glücklich, aber das hat uns auch gleichzeitig eben die Möglichkeit gegeben, neue Formate und über uns hinauszuwachsen und zu sagen, okay, lasst was Neues machen, lasst was. Also ich, Gott sei Dank können wir wirklich bei uns sagen, wir sind ein super kreatives Team und fällt was ein und Gott sei Dank haben wir es auch geschafft, was Tolles auf die Beine zu stellen und aber ich bin natürlich auch, wie gesagt, auch ein großer Verfechter von den POS-Events. Deswegen hoffe ich, dass man das auch bald wieder machen kann. Und glücklicherweise ist es nur verschoben, nicht aufgehoben. Also sozusagen meine nächste Kinderreihe zu Pippi Langstrumpf wird wahrscheinlich nächstes Jahr stattfinden. Ah, okay. Und das dann als
POS-Event oder das habe ich jetzt nicht. Genau, also das wird wahrscheinlich, das wird ein POS-Event sein, weil das auch wirklich die ganz Kleinen sozusagen anspricht, weil wir möchten ja nicht nur sozusagen die Erwachsenen ans Buch binden oder das Buch sozusagen irgendwie erlebbar machen, sondern schon von klein auf. Und vielleicht haben Sie es mitbekommen, Pippi Langstrumpf ist dieses Jahr 75 Jahre alt geworden. Dazu hatten wir was ganz Süßes für, ja, 6-, 7-, 8-Jährige geplant, aber ich bin mir sicher, so aus der Erfahrung, Pippi Langstrumpf hat so viele Fans, da werden auch ganz viele Erwachsene kommen und das ist natürlich, das ist was für den POS. Ja, und für alle Generationen würde ich dann doch. Genau, würde ich auch sagen. Da freut sich die Mama wahrscheinlich genauso gut, genauso sehr, dass sie mit ihrem Kind dahin kommen kann. Ja, bestimmt. Und wird noch eine, vielleicht eine zweite Online-Reihe auch geplant oder soll da wirklich der Fokus? Genau, das haben wir eigentlich auch schon gemacht und zwar mit Instagram Now. Also wir haben neben Bookstock, was ja wirklich so ein richtiges Festival ist, zu einem Thema geballt, natürlich auch professioneller aufgezogen und viel komplexer auch ist, haben wir unsere Instagram-Reihe aufgezogen. Das heißt, wir haben jeden ersten Sonntag im Monat zum Beispiel, bei uns heißt es das Goschel und der Nerd. Das sind zwei Buchblogger, Florian Valerius und Margrethe Fallwickel, die Buchempfehlungen geben, Bücher, die sie persönlich gut finden, die neu erscheinen, die sie emotional mitgenommen haben. Das haben wir jeden Sonntag, also ersten Sonntag im Monat. Dann haben wir natürlich ganz viele Instagram-Lesungen, die natürlich alle diesen Homemade-Charakter und spontan sind. Das heißt, ist jetzt vielleicht optisch nicht das Hübscheste, aber es ist trotzdem super cool, seinen Autor kennenzulernen. Zum Beispiel haben wir, lassen Sie mich kurz überlegen, ja, ein Q&A mit Colin Hoover ist jetzt im November und sogar nächste Woche Freitag kommt Ben Aranovic. Und das ist natürlich auch super, dass wir natürlich wieder die internationalen Autoren mitnehmen können, kostenfrei für unsere Kunden auf Instagram und wird sehr, sehr gut angenommen. Also machen wir auch weiter. Wow. Gab es das vor Corona-Zeit? Nee, das gab es auch nicht vor Corona. Das wurde auch sozusagen in dem Zuge entwickelt. Also wirklich vor Corona waren wir ja wirklich sehr, sehr stark am POS und haben da wirklich unfassbar viel gemacht. Und das war für uns dann alles einfach so, wow, alles ist weggebrochen und mussten dann natürlich schnell Ersatz verschaffen. Und wie auch viele Unternehmen sind wir einfach auf Instagram gegangen und haben dann gleich mit Now angefangen. Das ist sogar noch vor Bookstock gewesen. Und dann überlegt, okay, jetzt neben diesen regelmäßigen Veranstaltungen, also es werden wahrscheinlich so immer 4 Monate sein, möchten wir noch was drüber hinaus anbieten, einfach was noch Cooleres, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein. Und so kam dann eben auch Bookstock. Man hat wahrscheinlich dann auch einen Follower-Anstieg gemerkt, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr gut funktioniert hat, auch in der Corona-Zeit. Definitiv, ja. Aber wir haben auch von vornherein auch wirklich einen guten Instagram-Kanal gehabt, also einen sehr guten. Wir waren kurz unter den 100.000, haben jetzt die deutlich überschritten. Aber läuft super, super, liebe Fanbase. Also meine Social-Media-Kollegen sind sehr glücklich mit ihren Followern. Ja, schön, aber wenn man halt auch so zielgruppenspezifische Inhalte anbietet, ist natürlich ideal. Also genau. Ich kann mir vorstellen, dass das auch was ist, was wirklich dann langfristig bleibt und dass das wahrscheinlich wirklich so einen Schub gegeben hat. Definitiv. Genau, also grundsätzlich funktioniert natürlich bei uns auch, wir probieren wirklich auch viele Sachen aus, muss man sagen. Also wir testen auf Instagram ganz viele Sachen, eben halt auch wirklich auch unterschiedliche Kundengruppen anzusprechen. Also wir hatten wirklich natürlich was bei uns immer sehr gut ankommt und beliebt sind diese ganzen romantischen Bücher, New Adult, Romance, aber wir hatten auch schon Sachbücher, politische Bücher, aber wir hatten auch schon Live-Kochen auch auf Instagram. Also auch hier sind sozusagen keine Grenzen gesetzt. Cool. Ja, dann würde ich einfach, ich frage heute einfach jeden, den ich aus der Buchbranche treffe oder auch die Vorredner, wie sie denn ihre Buchmesse dieses Jahr verbringen. Würde mich bei Ihnen auch sehr interessieren. ja, und zwar am Samstag ist ja das große Buchfest digital. Ah ja, genau. Und da haben wir auch einen Beitrag gemacht. Sozusagen auch Hugendubel vertreten, haben wir uns ganz was
Verrücktes einfallen lassen, weil ja die Slots sehr kurz sind und man schnell kreativ werden musste. Sozusagen haben wir drei Krimi-Autoren, die den schnellsten Krimi der Welt erzählen, sozusagen als Spiel, wo bestimmte Wörter integriert werden müssen. Ist sehr, sehr lustig, also kann ich jedem nur empfehlen, wer mal etwas Ausgefallenes sehen möchte. Ja, ich werde die kommenden Tage erstmal noch wirklich Bookstock organisieren. Bei uns steigt es sozusagen, jetzt geht es in die heiße Phase. Also jetzt geht es um Moderatoren-Briefing zu schreiben und Bewerbungen losstarten. Also ich werde wahrscheinlich erstmal so unter der Woche arbeiten und mir dann Samstag so ein bisschen reingucken, was denn da so geboten wird, digital, was man sich da alles angucken kann.